Jo Leute, was geht ab? Mucka hier am Start. Alter, guckt euch das mal an. Wie geil sieht das einfach nur aus? Das sieht doch einfach nur heftig aus. Ja, wir sind unterwegs heute ohne Mila, denn Mila ist mal wieder im Urlaub. Mann, hat Mila ein schönes Leben. Aber vielleicht bin ich bald auch mal mit der Mila im Urlaub. Ich denke ziemlich bald. Es ist gerade übertrieben windig. Aber das Wetter ist richtig geil. Also man muss einfach rausgehen, Jungs. Manchmal muss man einfach rausgehen. Es ist übertrieben windig. Jetzt kommt wahrscheinlich so eine Sturmböe. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Wenn nicht, dann müssen wir auf das Video verzichten. Aber sonst ganz cool. Ich mag das. Ich glaube, heute scheint die Sonne zwar nicht, aber ich glaube, es regnet gleich. Und kennt ihr das? Wenn es kurz bevor es regnet, liegt so ein leichter Regenduft in der Luft. Wir gehen auf jeden Fall hier mal spazieren. Ich war jetzt gerade zu Hause bei meinen Eltern, hab da ein bisschen ein paar Sachen erledigt, hab da ein bisschen die Katzen gefüttert, dies, das, ein paar Sachen gemacht. Auf jeden Fall sind wir hier in der Natur. Und was ich euch mitteilen wollte, ich suche zurzeit immer noch ein paar Spiele, die ich spielen kann. Ihr habt gesehen, ich spiele sehr viel PlayerUnknown's Battleground. Dark Souls 3 haben wir jetzt im Stream beendet. Sehr schönes Spiel, die DLCs kommen noch. Wann die kommen? Oh, ist sehr windig, ist sehr windig. Wir sind wieder da, Jungs, Alter, es ist so windig. Ich höre selber die ganze noch. Deswegen kurz mal Pause gemacht. Was ich sagen wollte ist, Jungs, wir haben Dark Souls 3 im Stream jetzt beendet. Sehr, sehr schönes Spiel, hat sehr viel Spaß gemacht, die DLCs kommen noch. Ich muss hier aufpassen, wo ich hintrete, weil der Weg ist so ein kleiner Waldweg hier. Hinten ein paar Kühe, hier. Ey, damals, guck mal, die ganzen Bäume, ich erinnere mich, das letzte Mal, als ich hier war, die standen überall Bäume, haben die alle jetzt gefällt. Eigentlich wahrscheinlich Gefahr, dass sie bei einem Sturm einbrechen oder so, wer weiß. Naja, und ich suche jetzt Games und natürlich will ich immer noch so ein Game anziehen wie Arma 2. Ich überlege auch immer wieder mal Arma 2 anzuspielen. Vielleicht mache ich das tatsächlich. Ich habe jetzt noch ein Game eben gesehen, Squad. Also ich gucke mal bei Twitch, so, ne, was wird gespielt. Und ein bisschen weiter unten habe ich gesehen, Squad. So ein... Naja, es ist halt kein Survival-Game, es ist ein War-Game. Also sozusagen ein... Es versucht eigentlich realistisch einen Krieg, glaube ich, darzustellen. Sah mega lustig... Was heißt mega lustig? Sah mega cool aus, wie die das performt haben. Die das... Ich muss gucken unbedingt, wo ich hier hintrete, weil hier ist gerade ein bisschen matschig. Es hat eben schon mal geregnet. Die haben das ziemlich, wie soll ich sagen, die haben das ziemlich war-mäßig rübergebracht, also kriegsmäßig. Die sind hingegangen, haben genaue Ansagen gemacht, nur das Minimalistische geredet, aber halt, dass du wirklich dich mit in diesem Team gefühlt hast. Wäre vielleicht mal eine Idee, das anzuspielen. Sonst steht als nächstes nach Dark Souls Singleplayer Games auf jeden Fall Portal an. Ich werde wahrscheinlich erst Portal 1 spielen. Portal 2 kann man ja zusammenspielen. Mal gucken, mit wem ich das zusammenspiele. Ich weiß noch nicht, habe ich dann auch mega Bock. Vielleicht habe ich überlegt, einen Portal-Teil auf YouTube zu bringen und einen im Stream, weil ich weiß nicht, ob ich nach zwei Portal-Teilen unbedingt Lust habe. Kann mir einer sagen, dauern die lange? Wie lange spiele ich dann so ein Portal-Game? Ich freue mich auf jeden Fall auf diese ganzen Quiz-Games und sowas, wisst ihr? Naja, das wird lustig. Pass auf, ich gehe mal da vorne hin. Da kann man sich hinsetzen. So, jetzt sitzen wir auch. Hier haben wir nebenbei schon mal ein Video gemacht auf dieser Bank. Hier ist so eine Bank mitten im Nirgendwo. Aber sieht geil aus hier. Sieht auf jeden Fall geil aus. Können wir ein paar Kühe beobachten. Hier bin ich damals immer mit dem Hund spazieren gegangen. Ja, also. Portal ist auf jeden Fall ein geiles Game. Habe ich selber nie gespielt, deswegen könnte das richtig gut werden. Wir gucken das mal an, wie das wird. Sonst Dark Souls 1 oder 2... Boah, ich weiß nicht, ob ich das nochmal irgendwann spiele. Also ich werde es bestimmt spielen, aber ich weiß noch nicht wann. Also ich brauche erstmal von Dark Souls eine kleine Pause. Mal ein bisschen was anderes. Story Games aber, ich habe mir Last of Us Trailer geguckt. Also ich habe das nicht gespielt, weil ich habe keine Konsole, aber The Last of Us, oh mein Gott, das sah richtig geil aus. Also Respekt an die Macher, sah richtig geil aus. Bald kommt ja vielleicht der zweite Teil. Wird auch nochmal cool. Boah, wir setzen es mal so hin, Alter. Das ist hier geil. Ich hoffe, es ist... Ihr seht schon an den Pflanzen hier, es ist stürmisch. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ja, und es gibt so ein paar einzelne Games. Welche Games ich auch unbedingt vorschlagen wollte, ist, auf die ich zurzeit warte, weil bisher, was 2017 so released werden sollte, war eigentlich kein Game für mich dabei. Wind, komm.
hau noch mal eine Böe raus. World A-Drift oder A-Drift, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, habe ich bei Summit und bei Papa Platte gesehen. Richtig, richtig, richtig geiles Game. Habe ich, glaube ich, letztes Mal im PUBG-Video was zugesagt. Auf das warte ich, ist auch so eine Art Survival-Game. Und auf was ich warte, das habe ich jetzt auch entdeckt. Hat mir damals Raffa gesagt, habe ich irgendwie nicht drauf gehört. Jetzt habe ich selber das entdeckt. Dark and Light. Dark and Light ist, glaube ich, von der Mutterfirma, von den Ark-Machern. Damals schon mal irgendwann rausgekommen, ist mega gefloppt. 2004, 2006, irgendwie sowas. Oder 2008. Nochmal eine Sturmböe, natürlich. Komm. Dann haben das irgendwelche Chinesen abgekauft. Das ist, glaube ich, die Mutterfirma von Ark-Machern gewesen. Oder die Developer oder wie auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das Spiel eigentlich von der Grafik her genauso aus wie Ark. Natürlich nur weiterentwickelter. Ich hoffe, keine Serverprobleme, dies, das. Und was jetzt auf jeden Fall der Unterschied zu Ark ist, also es ist wieder eine Open Welt, du kannst fliegen, du kannst schwimmen, du baust, es ist ein Survival Game basierend auf PvP, natürlich 60 bis 100 Leute auf dem Server. Du kannst da Tiere zähmen, es geht, funktioniert alles soweit genauso, nur es spielt nicht in der Dino-Zeitalter, sondern es spielt in einer Fantasy-Welt, ja. Bedeutet also, du schießt auch nicht mit Maschinengewehren oder Pistolen oder so, sondern du castest, du zauberst Magie, du kannst Schwerter, du kannst wahrscheinlich Schwerter verzaubern, vielleicht Pfeil, Bogen, ich weiß nicht, was da alles da ist. Es hat ein Crafting-System, es hat ein Level-System und du hast magische Wesen, Greifen, Drachen, alles mögliche. Du kannst dich zum Beispiel auch in Drachen verwandeln. Mega, mega cool. Wurde leider sehr, sehr oft schon verschoben. Ich hoffe, das wird richtig gut. Ich hoffe, das kommt auch bald. Das würde auf jeden Fall zu uns passen. Ja. Und sonst weiß ich eigentlich nicht. Sonst ist irgendwie nichts in den Startlöchern, was mich jetzt übelst umgehauen hat. Sonst ist nichts in den Startlöchern, was mich übelst umgehauen hat. Naja, diese als kleines Update. Ich versuche jetzt nebenbei auch zuckerhaltige Getränke wegzulassen. Bedeutet also, mich erstmal nur von Wasser zu ernähren. Vielleicht will ich so ein bisschen meine Ernährung umfixen. Ja, weißt du, der Sommer ist ja langsam da. Also, jetzt ist er wieder weg, aber bis vor kurzem war er da und man muss ja auch auf seine Form achten. Und mal gucken. Mal gucken, was da so alles auf uns zukommt, Jungs. War so ein kleines Mini-Vlog-Teil. Ich würde sagen, ich verabschiede mich hier. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, weil ich werde wahrscheinlich jetzt jeden Tag mal die Cam mitnehmen, weil ich bin jetzt oft hier, würde ich sagen, stellt die Fragen einfach in den Kommentaren. Haut raus. Wenn ihr Spielideen habt, was man so alles zocken kann, haut auch in die Kommentare. Jetzt natürlich so die Standardspiele wie PUBG, dies, das, braucht ihr nicht reinhauen, weil kennen wir alles schon. Sind gute Spiele, aber kann man nicht ganzen Tag zocken, ne? Oder immer wieder. Wir brauchen wieder was wie DayZ, mit Kriechen, mit Taktik, Taktikspiele brauchen wir. Mal gucken, vielleicht ist Squad ja eins. Jungs, haut rein, schaut sonst im Stream vorbei. Wahrscheinlich heute Abend Portal 1. Vielleicht ein bisschen PUBG. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Peace and out.